können sich daran erinnern, da war ich ja dann Gott sei Dank nicht mehr im Bundestag, dass diejenigen, die halt nicht geimpft waren, nicht mehr in den Plenarsaal durften. Mhm. Und das ging dann so weit, dass Abgeordnete auf ihrem Abgeordnetenausweis Vermerke hatten, ob sie geimpft sind oder nicht geimpft sind. Das wissen die wenigsten. Es gibt aber auch immer noch Minister, die behaupten, dass es einen Fremdschutz gibt. Mhm. Die gibt es nach wie vor. Wir haben es mit vielen Leuten zu tun, die sagen, hört doch auf, Corona ist vorbei. Ja? Und denen muss man sagen, guck bitte dir an, was mit diesen Mechanismen, die innerhalb von Corona ein Stück weit eingeübt wurden, was mit diesen Mechanismen jetzt passiert. Ich weiß, dass mit diesem Ausschuss eine Aktensicherung stattfindet, mhm. was ich für wahnsinnig wichtig halte. Und es gibt auch Impulse dahin, dass wir eine Aufarbeitung auch brauchen. Die Leute ermutigen, auch zu ihrer Meinung zu stehen und sie auch zu äußern. Mhm. Ja, auf eine vernünftige Art und Weise, auf eine friedliche Art und Weise, aber eben dann auch mal Nein sagen, wenn von ihnen was verlangt wird, wo sie wissen, das ist falsch. Herzlich willkommen, Saskia Ludwig. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen und hier zu uns in den Sprechsaal gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind seit 2004 Landtagsabgeordnete der CDU in Brandenburg, davon 2 Jahre Landesvorsitzende. Von 2019 bis 2021 waren Sie zudem Mitglied des Deutschen Bundestages. Aktuell sind Sie auch Mitglied eines Corona-Untersuchungsausschusses in Brandenburg. Ich möchte gern mit Ihnen über Politik und Ihre Erfahrungen im Bundestag und auch im Landtag sprechen, über die Aufarbeitung, die im Ausschuss passiert aktuell. Und auch über Ihre Erfahrungen aus dem Corona-Geschehen, wie Sie das wahrgenommen haben, weil Sie waren ja sozusagen live vor Ort, als Entscheidungen getroffen wurden, die die ganze Bevölkerung betrafen. Denn Sie kamen im Dezember 2019 in den Bundestag, so habe ich gelesen. Ja. Erzählen Sie uns doch, wie haben Sie jetzt den Anfang dieses Corona-Geschehens erlebt? Also, Sie haben es ja angesprochen, ich bin im Dezember 2019 nachgerutscht als Abgeordnete und im Januar ging es dann eigentlich erst richtig los. Und Mitte Januar hatte man ja dann schon die Bilder aus China und das erste Geraune zum Thema Corona. Im Februar verstärkte sich das und das ist ja zum damaligen Zeitpunkt aus der damaligen Perspektive auf die leichte Schulter genommen worden. So, das ist weit weg, das betrifft uns nicht. Dann trat der erste Fall in Bayern auf und dann irgendwann merkte man, dass es eine Art Umschwung gab bei der Geschichte. Das war dann so Mitte, Ende Februar 20 und da haben wir, also ich ganz genauso, wie höchstwahrscheinlich sehr viele andere auch noch gedacht, oh Gott, was kommt auf uns dazu? Das muss man jetzt erstmal vorsichtig und skeptisch bewerten. Und vielen hat damals das Regierungshandeln an der Stelle nicht so gepasst, weil man dachte, ihr müsst doch jetzt mal auf die Situation reagieren, was ja dann Anfang März getan wurde. Und dann gab es Mitte März die Ankündigung des ersten Lockdown, wo auch viele mit einverstanden waren, weil ja doch viel Wirbel drum gemacht wurde und prognostiziert wurde, wie tödlich dieses Virus ist. Und wir hatten dann die letzte Sitzung sozusagen vor dem Lockdown und man guckt dann so ins Plenum rein und denkt sich, wow, also wenn es 5% Sterberate geben sollte, so wie es ja prognostiziert war, mhm. dann werden wohl nicht alle Abgeordneten wiederkommen. Also das waren so schon auch Gedanken, mit denen man sich getragen hat. Das war Mitte März und als wir Ende März merkten, dass die Situation, also für meine Verhältnisse eben nicht so dramatisch war, wie es ursprünglich erklärt wurde, dachte ich, naja, dann wird man jetzt auch entsprechend darauf reagieren und mit anderen Maßnahmen weiterarbeiten. Es gab ja damals schon tolle Konzepte, die man hätte nutzen können, um trotzdem das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Wir hatten damals als Abgeordnete diese Fraktionssitzungen auch online. Mhm. Und das müssen Sie sich vorstellen, die CDU-Bundestagsfraktion, wir waren also um die 250 Abgeordnete, ich weiß das nicht mehr im Kopf. Und dann 250 Personen online zu haben, ist natürlich auch schwierig mit Diskussionen. Ja? Wir haben eine halbe Stunde Vortrag gehört, damals von Helge Braun, der uns dann auch dieses Hammer-and-Dance-Papier erklärte, mhm. wie man damit umgehen will. Und es gab da schon auch einige
kritische Stimmen, die sagten, also das ist ja kein Umgang in der Demokratie mit den Bürgern, und für die Wirtschaft wird das der Super-GAU. Und wenn man sich versucht hat, zu Wort zu melden, bei der zweiten und dritten Online-Runde wusste man, wer sind die Kritiker, wer nicht, wurde dann auch entsprechend darauf reagiert, sodass eigentlich die Kritiker peu à peu stiller geworden sind, weil man auch da keine Diskussion hatte, sondern eher dann die Reaktionen derer im Chat, die einem die Bilder von Bergamo vorhielten. Also das, was man so in der Öffentlichkeit präsentiert hatte oder was man als Bürger in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, ist uns als Abgeordnete genauso passiert. Und wie haben Sie sich in der Zeit dann selber informiert? Wo haben Sie versucht zu verstehen, was geschieht jetzt hier? Was ist das, Corona? Also das ist jetzt im Nachgang eigentlich eine gute Frage. Also das Bauchgefühl ist immer ein gutes Gefühl. Mhm. Aber natürlich gibt es ja mittlerweile viel mehr Medien als ARD, ZDF, bei uns RBB. Und Social Media hat mehrere Plattformen, wo man Informationen bekommen konnte. Aber natürlich habe ich mich auch bei mir im Wahlkreis umgehört. Ich war in Altenpflegeheimen, ich war in Krankenhäusern, habe da mit den entsprechenden Verantwortlichen gesprochen. Ich war bei Unternehmern, und da kriegt man doch relativ schnell auch ein eigenes gutes Bild. Und dann war es ja so, dass sozusagen Abstimmungen im Bundestag erstmal ausfielen, ne? Sondern es begann dann die Bund-Länder-Ministerpräsidentenkonferenz, glaube ich. Oder wie? Also wie ist es dann politisch weitergegangen, wer da entscheidet und wie entschieden wird? Also also Abstimmungen gab es schon weiter, und zwar musste ja das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Mhm. Also dieser Lockdown, der stattfand, ich glaube, da gab es eine Kurzfrist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es da eine kurzfristige Änderung des Infektionsschutzgesetzes gab. Ich kann mich nur an die Abstimmungen tatsächlich nach der Sommerpause erinnern, an das Infektionsschutzgesetz, was ja mehrere Male angefasst wurde. Und eine der ersten Abstimmungen war aber, dass die Länder entsprechende Verordnungen rausgeben können als Regierung. Also gar nicht mit Beteiligung des Parlaments, sondern dass man über Verordnungsweg, und Verordnungsweg ist ein rein exekutives Handeln, kein legislatives, dass das über reine Verordnungswege geht. Und damals gab es noch eine zeitliche Begrenzung dessen. Ich glaube, das war maximal für 6 Monate. Wo viele Kollegen gesagt haben, gut, dann ist das für 6 Monate so, aber das ist natürlich dann immer verlängert worden. Und dadurch war das Parlament ein Stück weit ausgehebelt. Am 18. November 2020 war schon wieder so eine Infektionsschutzgesetzänderung anberaumt. Da stand dann drin, ich habe mal noch mal nachgelesen, zu den gesetzlichen Vorgaben zählen unter anderem, dann kamen Abstandsgebote, Kontakt- und Versammlungsbeschränkungen, Bestimmungen von der Maskenpflicht, Reisebeschränkungen. Und Sie, wenn ich richtig recherchiert habe, haben sich damals enthalten. Mhm. Warum? Also das muss eine der ersten größeren Änderungen gewesen sein. Und ich hatte von Anfang an Bauchschmerzen, überhaupt mit dem Infektionsschutzgesetz zu arbeiten, weil es ein sehr starkes Gesetz ist mit sehr starken Eingriffsmöglichkeiten. Hatte mich aber damals mit meinem politischen Umfeld verständigt und auch diskutiert, und die wollten alle, dass ich zustimme, wo ich gesagt habe, das kann ich auf keinen Fall tun. Aber wir müssen gucken, wo die Reise hingeht, und da das alles zeitlich begrenzt war, ich gesagt, dann werde ich mich enthalten. Das ist für mich jetzt ein Weg gewesen, zu schauen, halten Sie sich dran, ja oder nein. Und insofern hatte ich damals entschieden, mich zu enthalten. Bei den nächsten Abstimmungen habe ich es dann anders gemacht. Mhm. Und wenn Sie nochmal zurückschauen, jetzt, Sie sagen jetzt selber, da, also an Sie wurde der Wunsch herangetragen, zuzustimmen, womit ich jetzt sozusagen mal denken würde, die Leute waren überzeugt, dass es wichtig ist, es zu ändern. Was haben Sie erlebt? Wie informiert sich denn der Abgeordnete? Wir haben im Vorgespräch gesagt, können Sie jetzt nicht wissen für alle, aber für mich zum Beispiel als Bürger war es immer interessant zu wissen, wo kriegen die Infos her, dass die so sicher sein können, dass sie das so zustimmen können? Weil wir haben ja die Lage, dass wir seit März 2020 sozusagen hochrangige Mediziner und Wissenschaftler hatten, die immer gesagt haben, wir müssen hier vorsichtig sein, wir haben hier ein Datenfiasko, wir müssen mit den Entscheidungen ganz, ganz vorsichtig sein. Und woher kam diese Sicherheit bei anderen Leuten? Wie informieren die sich? Wie kamen die da ran?
Also grundsätzlich ist es so, dass ein Großteil der Abgeordneten natürlich der Regierung ihrer Regierung vertraut. Und wenn diese Regierung, ihre Regierung sagt, das ist so und wir müssen das so machen, dann machen die das. Und das wird dann auch nicht wirklich groß hinterfragt. Ich gehe davon aus, dass es doch einige mehr Kollegen gab, die auch andere Informationen hatten, aber einfach um die Regierung zu stützen oder dann tatsächlich auch als regierungstragende Fraktion das entsprechend umzusetzen, hat man dann eben zugestimmt. Es gab dann zunehmend heftigere Diskussionen aufgrund dessen, weil die ganzen Förderprogramme so nicht funktioniert haben, viele Klein- und Mittelständler Fördergelder eben nicht ausgereicht bekommen haben, sodass es schon auch dramatisch sichtbar war. Das war dann schon Anfang 21. Aber es ist über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes selber in der Fraktion gar nicht mehr diskutiert worden. Mhm. Es ist sowieso schwierig nachzuvollziehen, wie im Bundestag die Arbeitsweise ist, weil nicht jeder Abgeordnete kann natürlich zu allen Themenbereichen irgendwie informiert sein oder sich einarbeiten. Dafür gibt es die Ausschüsse und diejenigen, die im Gesundheitsausschuss saßen, sind diejenigen gewesen, die auch hauptsächlich damit befasst waren. Mhm. Und wenn die gesagt haben, das ist gut so, dann haben die meisten Abgeordneten gesagt, gut, dann ist es gut so, dann machen wir das. Mhm. Aber grundsätzlich gilt ja erstmal, dass die Mitglieder des Bundestages vor allem ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind und nicht einem Fraktionszwang oder der aktuellen medial verbreiteten Wahrheit, oder? Mhm. Absolut, ja. Und entspricht es Ihrer Wahrnehmung auch der Realität? Also ich kann das nicht mit einem Ja und Nein beantworten, weil natürlich haben Sie die Möglichkeit, frei abzustimmen. Dass das ein oder andere nicht positiv begleitet wird, ist eine ganz andere Frage. Und dass das auch unter Umständen bestimmte Konsequenzen haben kann, gehört zur Wahrheit eben auch dazu. Karrierekonsequenzen vielleicht? Ja, Karrierekonsequenzen, wie auch immer. Das haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter gesehen. Damals bei der Griechenland-Krise hinsichtlich Finanzausschuss, dass da jemand rausgehen musste und so weiter und so fort. Was man unter machttechnischen Gesichtspunkten ja auch ein Stück weit verstehen kann. Mhm. Ja, ich kann ja nur bestimmte Sachen durchsetzen, wenn ich weiß, dass die Macht, die ich da gebündelt habe, eben mit Abgeordneten, ich entsprechend auch nutzen kann. Dass es bei solchen Dingen, gerade die so einschneidende Auswirkungen haben auf unsere Grundrechte, dass man damit anders umgehen muss, ich glaube, da sind wir uns einig drüber. Hm. Hat Sie das auch ein Stück weit schockiert, wie leicht es gefallen ist, Ja zu sagen zum Eingriff in die Grundrechte der Bevölkerung? Wir reden ja auch über Ewigkeitsgrundrechte. Mhm. Ja, und ich glaube, da sind viele ein Stück desillusioniert worden zwischen dem, was auf dem Papier steht und zwischen dem, was gemacht wird. Mhm. Und es da keine Grenzen gibt, und das haben wir festgestellt, dann ist es auf der einen Seite schon schockierend, aber auf der anderen Seite zeigt es, was es ist. Es ist nur in dem Rahmen, wie wir uns daran halten, an unsere verabredeten Spielregeln, dann tatsächlich auch das, worüber wir reden. Mhm. Ich erkläre das immer anderen gerne, wenn wir beide Mensch ärgere dich nicht spielen und sie ziehen mit einer 2 raus, ja, dann entspricht es nicht den Regeln. Und dann können wir auch gerne darüber diskutieren, ob das noch Mensch ärgere dich nicht ist. Mhm. Aber das müssen wir einfach wissen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, diese vereinbarten Regeln, nämlich dieses Grundgesetz, auch immer aufs Neue zu verteidigen. Mhm. Ja. Und jetzt hatten wir gesagt, Sie hatten sich enthalten. Das war jetzt sozusagen der Herbst 2020. Und da war ja schon bekannt, dass sozusagen der normale durchschnittliche Corona-Tote 83 Jahre alt ist. Also es kam Stück für Stück mehr Informationen ins Spiel, um zu bewerten, wie gefährlich ist die Lage eigentlich. Jetzt habe ich mal geguckt, auch was Sie... wie Sie sich geäußert haben, im Dezember 2020 haben Sie per Pressemitteilung, glaube ich, mitgeteilt, es ist gut, dass ein Expertenteam für Rettungsdienst und Feuerwehr in Potsdam eine Teststrategie für den Nachweis einer Corona-Infektion erarbeitet hat. Da ging es darum, Teststrategien zu entwickeln. Hatten Sie sich zu der Zeit auch schon die Frage gestellt, damit beschäftigt, wie sicher sind diese Tests, wie sicher sind diese Zahlen? Also hatten Sie noch ein gutes Vertrauen in die Datenerhebung, was die Corona-Pandemie angeht?
Ich glaube, also nein, hatte ich nicht, weil viele Informationen ja schon durchgedrungen sind, ob das die Intensivbettenlage ist oder andere Dinge. Und aufgrund meiner Arbeit, auch im Landtag, kannte ich die Datenlage, die uns zur Verfügung gestellt wurde. Und die durfte man, glaube ich, schon anzweifeln. Die Situation ist in der Politik wie in vielen anderen Bereichen immer auch eine Verhandlungsgeschichte. Ja, ob ich jetzt das Testen gut oder schlecht finde, ist gar nicht die Grundlage für so eine Aussage, sondern die Grundlage für so eine Aussage ist dafür, dann kann ich auf andere Sachen verzichten. Und das war ja damals diese Situation, dass man es eben noch schärfer drehen wollte und noch schärfer drehen wollte. Und viele Unternehmen, gerade Gastronomen, haben sich enorme Gedanken darüber gemacht, wie sie mit dieser Situation klarkommen, weil das gehört so weit dazu. Viele Menschen waren auch ängstlich, ja, die einfach deshalb nicht in Gaststätten gegangen sind oder woanders hin. Und wenn man gute Konzepte dafür entwickelt hat, um die Angst ein Stück weit zu nehmen, dann ist das eine feine Sache. Ja. So, aber letztendlich hat das ja nicht wirklich was genutzt. Ja? Man ist ja nicht irgendwann übergegangen in die Phase der Selbstverantwortung, also Eigenverantwortung oder des Abschichtens. Und insofern, ja, auch die Datenlage konnte sehr hinterfragt werden, klar. Aber das ist vielleicht ein spannender Punkt. Wenn jetzt sozusagen klar wäre, diese Tests sind vielleicht nicht sehr sinnvoll oder die Masken sind nicht sehr sinnvoll, wenn aber trotzdem die Bevölkerung, also auch der eigene Wähler, sozusagen so viel Angst hat, dass er gar nicht hören wollen würde, wir könnten jetzt auf die Masken auch verzichten, dann müsste sich sozusagen der Politiker sie in dem Fall ja auch überlegen, was mache ich jetzt mit diesen beiden Seiten? Weil sie könnten sagen, wenn ich jetzt sage, wir brauchen keine Tests, um trotzdem gewisse Läden zu öffnen oder so, hätten sie natürlich auch eine signifikante Menge an Wählern, die sagen, die spinnt oder die setzt unsere Gesundheit aufs Spiel. Das ist doch ein ziemliches Spannungsfeld, oder? In dem Spannungsfeld bewegen sie sich immer. Ja. Also es gibt keine 100% Meinung, auch wenn es uns hier mit die Wissenschaft oder wie auch immer vermittelt werden soll oder will. Das gibt es nicht. Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und das ist bei allen Entscheidungen, die sie treffen. Und da muss man dann auch gucken, aus der eigenen Perspektive, aus den eigenen Erfahrungen, was ist denn aus meiner Perspektive die richtige Entscheidung? Und dann stellt man sich natürlich auch automatisch immer gegen Menschen, die es anders sehen. Das gehört einfach dazu. In dem Fall ist es extrem schwierig gewesen in dem Umfeld, weil das komplette politische Umfeld war so getriggert von den Informationen, dass man tatsächlich dort ein Exot war mit einer anderen Meinung. Und um noch irgendwie durchzudringen an irgendeiner Art und Weise und Stelle. Und das muss ich auch sagen, dass gerade das Land Brandenburg nun nicht das Bundesland war mit den härtesten Maßnahmen, was ich dann ein Stück weit auch meiner Fraktion zugute halte auf Landesebene. Aber das schaffen sie eben nur durch ein abgewegtes Diskutieren in dieser Gemengelage. Ansonsten haben sie gar keine Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise Erleichterungen zu schaffen. Und das war immer ein extremes Spannungsfeld, was natürlich in der Politik schwierig ist. Aber ich weiß, dass viele dann sagen, es gibt nur schwarz oder weiß, aber das funktioniert eben nicht. Ja, sonst kriegt man gar nichts hin. Ja, ich glaube, die härtesten Maßnahmen hatte mein Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, wo man sozusagen mit der Polizei an der Landesinnengrenze abgefangen wurde und Leute, die nicht in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet waren, abtransportiert wurden. Da haben wir den Vogel abgeschossen. Sie haben dann, vielleicht ist das ehrlich gesagt thematisch gleich, weil ich habe sie dann gelesen, Sie meinten irgendwann, dass Sie die Einführung der Luca-App in Brandenburg begrüßt haben. Das war dann jetzt schon der Frühjahr 2021. Für mich ein Schocker, weil ich ja ehemaliger Fantastische Vier-Fan bin und sehe dann Smudo und Konsorten, die sozusagen dafür werben, dass wir alle unsere Gesundheitsdaten in eine App einbringen. Aber wahrscheinlich war das eine ähnliche Situation für Sie, lieber öffnen mit Luca-App als schließen ohne? Oder wie war das für Sie, die Situation? Also im Prinzip war es eine Art Ausweg. Ja, und es war auch gut, dass sich außerhalb der Politik sozusagen Leute Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man es machen. Und da gab es ja viele Initiativen und ich bin auch überhaupt kein Freund, die Daten irgendwo hinzugeben. Und es ist auch deutlich erklärt worden von den Machern der Luca-App, wo im Prinzip Stopp ist, wo sie es hingeben ins Gesundheitsamt und wie dann damit umgegangen wird, wo du sagst, in so einer
Extremsituation, die wir da hatten, ist das eine Möglichkeit, tatsächlich wieder in das normale Leben überzugehen. Und in dem Moment, wo man ins normale Leben übergeht, merkt man ja auch, dass es auch ohne Maßnahmen geht. Mhm. Ja. Mhm. Das war tatsächlich ein Punkt dabei, weil der Mittelstand, also gerade bei uns der Mittelstand, der hat 10, 15 Mitarbeiter, ja, so in dieser Größenordnung, die haben gelitten ohne Ende. Wir haben da um die 50-Jährige, die Gastronomie aufgebaut haben, die haben komplett ihre Rentengelder mhm. aufgelöst, damit sie ihre Mitarbeiter bezahlen können. Die stehen vor nichts in der Rente. Mhm. Ja, und dann nochmal einen Lockdown irgendwie da anzukündigen oder nochmal, ihr müsst jetzt das Geschäft zulassen. Da ist so eine Luca-App natürlich eher geeignet für. Mhm. Ja, zu sagen, wir kriegen es auch anders hin. Mhm. Der Chaos Computer Club hat dann einen Monat später gesagt, diese App müsste eigentlich vom Markt, aufgrund, dann gab es da Datenprobleme und Sicherheitsprobleme, die eigentlich sie nicht haben dürfte. Ich meine, das ist dann wieder diese Sache mit den Angeboten. Genau, also jedenfalls, ich glaube, im Nachhinein könnte man sagen, die App war jetzt kein Erfolg. So wirklich, aber sie war da halt ein Mittel, um diese Notsituation zu lösen. Aber sie ist nie wirklich zum Tragen gekommen. Genau. Ja. Also sie hat nie die Aufgabe erfüllt, die sie eigentlich erfüllen sollte. Und da ich mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, glaube ich, kann ich auch behaupten, weil sie es nicht sollte. Mhm. Also nicht von den Machern, denen unterstelle ich wirklich da gute Ziele, die sie da verfolgt hatten, mhm. aber die Umsetzung lag ja an der Exekutive. Ja? Und das ist einfach nicht gemacht worden in verschiedenen Bereichen. Und das mit dem Datenschutz, ja, das war dann auch, also gerade wenn der Computer Chaos Club das sagt, mhm. haben wir dann auch gesagt, okay, dann ist es halt nicht die Luca-App. Mhm. Ja, dann hat man ja dazu auch nicht mehr diskutiert oder auch nichts mehr gesagt. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das mit der Luca-App auch nicht wirklich Erfolg haben sollte. Mhm. Nicht lange danach kam ja diese Corona-Warn-App mhm. sozusagen zum Tragen. Und dann war es für einen Laien auch ein leichtes, da die Gedanken mal weiter zu verfolgen, warum das so war, wie es mhm. war. Sie haben dann laut meiner Recherche wirklich im Februar 2021 sehr, sehr stark für Lockerungen gekämpft, sich eingesetzt, da vorher auch schon, aber da habe ich jetzt Artikel von Ihnen gefunden und sind da auch deutlich geworden, da ging es darum, eine Abkehr von nichtssagenden Inzidenzen. Mhm. Wie war jetzt der Schritt, oder diese Reise dahin zu sagen, also wir müssen jetzt weg davon. Ab wann war für Sie klar, das sind keine Zahlen, die wir so benutzen können? Und auch den Schritt, damit in die Öffentlichkeit öffentlich zu sagen, wir können mit diesen Zahlen so nicht arbeiten. Wie kam es dazu? Also Lockerungen und Öffnungen, die habe ich schon im April 20 gefordert, mhm. also nach Ostern. Aber so eine fraktionsinterne Arbeitsverteilung spielt dann immer eine Rolle dabei, dass man keine Pressemitteilung dazu macht. Mhm. Aber der Druck war auch immer in der Fraktion bei uns deswegen da. Mhm. Und es ist ja so, dass man, also die aufgeheizte Stimmung, die man damals schon hatte, also der nächste Winter war ja noch mal dramatischer, ja, aber zu dem Zeitpunkt führt ja dazu, dass man sagt, gut, okay, dann haben sie eben diesen Winter, ja, und in dem Winter wird sich ja wohl zeigen, wo die Reise hingeht. Und spätestens dann, als klar war, dass der Winter uns gezeigt hat, wo die Reise hingeht, nämlich nicht in dieses Chaos, mhm. War das einfach für meine Begriffe unverantwortbar, so weiterzumachen. Mhm. Und das Datenmaterial, was vorgelegen hat, wir haben als Abgeordnete im Landtag jeden Tag die Corona-Lage bekommen und ich mag Zahlen auch und gucke mir die dann ganz gerne an. Und da war immer eine Kurve der Intensivbettenbelegung. Und da gab es eine Inzidenzzahl und nachlaufend dann immer dieser Aufwuchs bei den Intensivbetten. Und das hat sich nicht geändert. Also wie viele Leute auf den Intensivbetten liegen? Ja, schon, ja. Das hat sich geändert. Mhm. Und es gab Wellenbewegungen. Und wenn ich hohe Inzidenzen hatte, ja, dann war natürlich eine höhere Anzahl von Intensivbetten belegt. Mhm. Aber diese Wellenbewegung war immer gleich. Und man wusste ganz genau, wenn die Inzidenz dann da war bei dem Peak, dann hast du später den Peak bei den Intensivbetten. Und es ist nie darüber hinausgegangen, nie. Mhm. Man hat aber dann irgendwann eins gesehen, dass die Anzahl der nicht nutzbaren Betten, der abgemeldeten Betten, immer variierte. Mhm. Und daraufhin waren die Zahlen eigentlich Humbug. Mhm. Und diese Diskussion haben wir dann auch intern geführt, die dann irgendwann auch dazu führte, dass man dann andere Kennzahlen ausgearbeitet hat. Mhm. Ja. Weil wir wurden ja jahrelang bombardiert mit den Fallzahlen mhm. sozusagen. Oder am Anfang hieß es sogar noch Infektionszahlen. Ja.
Und mein Schlüssel war dann auch, einfach nur zu gucken, wie belegt sind denn die Intensivstationen. Also man muss dann wirklich wissen, welche Zahl ist da eigentlich Ja, relevant. genau. Ja. Ach so, das wollte ich noch fragen. Dann gab es ja irgendwann, da hätte ich gerne auch Ihre Einschätzung zu. Es gab irgendwann, für mich war es nämlich ein sehr bewegender Tag, irgendwann wurde im Bundestag über die allgemeine Impfpflicht für die Corona-Impfung abgestimmt oder auch debattiert. Waren Sie da noch im Bundestag? Nein. Nein. Haben Sie es verfolgt? Natürlich. Wie ging es Ihnen damit? So wie es mir eigentlich die ganze Zeit schon vorher ging, weil dass über eine Impfpflicht diskutiert werden soll, hat man ja in bestimmten Medien vorher schon wahrgenommen. Und das fand ich schon ziemlich problematisch. Was immer gesagt wurde, seit Juni 20, hat man ja Frau Merkel gehört, die gesagt hat, also nur die Impfung hilft uns aus der Pandemie. Und mit denen, mit denen man direkt reden konnte, die haben immer gesagt, ja, in dem Moment, wo jedem ein Impfangebot zur Verfügung steht, ja, ist es Eigenverantwortung. Und das war auch so wie mit der Luca-App so ein Punkt, wo du sagst, gut, es gibt Menschen, die möchten das unbedingt, das ist auch völlig in Ordnung, aber das muss eben eigenverantwortlich entschieden werden. Und dann war plötzlich genug Impfstoff da für jeden und man hat trotzdem nicht davon abgelassen. Und das finde ich schon ziemlich schwierig. Und das ist auch ein Punkt gewesen, ich glaube, mit der Impfpflicht, wo sehr viele der Regierungslinie dann auch nicht mehr gefolgt sind, also in der Bevölkerung auch. Das ist meine Wahrnehmung gewesen, dass viele sagen, ja, mit den Maßnahmen alles in Ordnung und gut, dass wir jetzt die Impfung haben, aber Impfpflicht sehen sie skeptisch. So. Und ja, ich bin auch froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Und auch zu der Zeit, also wurde ja immer noch mit dem Fremdschutz argumentiert, ja, sozusagen solidarisch, all diese Wörter, die benutzt wurden, um dann eigentlich jetzt, mittlerweile kann man es, glaube ich, ganz normal sagen, dass sozusagen die Fremdschutz, Argumentation so nicht stimmte, obwohl sie im Bundestag vorgetragen wurde. Das ist faszinierend, wie heute auch von bestimmten Personen gesagt wird, na, das haben wir doch gewusst, ich weiß gar nicht, was ihr da skandalisiert an dem Punkt. Es gibt aber auch immer noch Minister, die behaupten, dass es einen Fremdschutz gibt. Die gibt es, nach wie vor. Und da stehe ich dann da und sage, ja, was soll man denn da jetzt noch sagen? Ja. Ja. Und das ist so ein Thema, das interessiert mich dann später auch nochmal, weil ich meine, es ist natürlich auch total schwierig, würde ich annehmen, wenn man dafür sehr eingestanden ist und sich da sehr, sehr deutlich gezeigt hat und öffentlich gemacht hat, diesen Fehler einzugestehen, oder? Als Politiker. Also ja, klar, vielleicht das noch. Ich überlege mir gerade, wenn Jens Spahn anders verfahren wäre in dieser Situation, ja, wie die Medien mit ihm umgegangen wären. Also jeder Corona-Tote wäre ein Corona-Toter von Jens Spahn gewesen, persönlich. Wie lange hält man das durch? Das ist wirklich eine extrem schwierige Situation. Und auf der anderen Seite sind natürlich auch also Abgeordnete verpflichtet worden, Maßnahmen durchzuführen. Also Sie können sich daran erinnern, da war ich ja dann Gott sei Dank nicht mehr im Bundestag, dass diejenigen, die halt nicht geimpft waren, nicht mehr in den Plenarsaal durften. Und das ging dann so weit, dass Abgeordnete auf ihrem Abgeordnetenausweis Vermerke hatten, ob sie geimpft sind oder nicht geimpft sind. Das wissen die wenigsten. Wir haben bei uns im Landtag Brandenburg so eine Schleuse. Unten, wenn Sie durch die Tiefgarage kommen, mit zwei Türen. In der Zeit von Corona konnten Sie die Türen nicht selber bedienen, sondern die sind durch die Pforte bedient worden. Und zwar so, dass sie in der Mitte eingeschlossen waren und auch immer nur einer. Und dann mussten sie auf einem Punkt stehen, mit einer Kamera sozusagen. Und dann durften sie durch die andere Tür durch. Und da hatte ich mal nachgefragt, warum die das gemacht haben. Und die haben alles vorbereitet, damit sie in dieser Schleuse überprüfen können, ob sie geimpft sind oder nicht. So, und wenn man heute im Nachgang noch darüber nachdenkt, es ist verrückt, aber nur, dass das Verständnis mal da ist, dass also wie der Druck im Prinzip auch auf Abgeordnete da gelastet hat. Und vom Umgang her, ja, ist schwierig. Und trotz dieser Erkenntnisse, ist jetzt nicht Ihr Metier wahrscheinlich, aber haben wir zum Beispiel in der Bundeswehr immer noch eine Impfpflicht oder eine Duldungspflicht dieser Impfung? Und das bleibt bestehen. Faktenfrei sozusagen, so wirkt es.
Ja, das ist nicht zu verstehen. Kommen wir mal zur Aufarbeitung der Corona-Jahre ein bisschen. Das ist ein Bedürfnis, was, ja, ich glaube, viele Leute haben, manche natürlich mehr, manche weniger, je nachdem, was sie so gemacht haben. Ich habe einen Satz von Ihnen rausgesucht, den fand ich schön und wollte Sie fragen, was Sie damit genau meinten. Sie sagen, die Aufarbeitung der Corona-Zeit ist unumgänglich, wenn man die Spaltung und schleichende Entdemokratisierung unserer Gesellschaft stoppen will. Das haben Sie Ende 2023 gesagt. Warum? Warum ist es so wichtig? Wir haben es mit vielen Leuten zu tun, die sagen, hört doch auf, Corona ist vorbei. Ja? Und denen muss man sagen, guck bitte dir an, was mit diesen Mechanismen, die innerhalb von Corona ein Stück weit eingeübt wurden, was mit diesen Mechanismen jetzt passiert. Man ist ja nicht dahinter zurückgegangen. Mhm. Ich mache ja auch zum Thema Corona eigene Veranstaltungen und hatte bei der ersten einen Historiker dabei, weil die Frage stand, warum kommt diese Aufarbeitung nicht in Gange? Was ist das Problem? Und da haben wir viele Beispiele aus der Vergangenheit gehabt, wo es einfach lange gedauert hat und erst nach diesem Erleben viel, viel später passiert ist. Aber eine wichtige Sache hatte er gesagt, die mir persönlich auch gar nicht so bewusst war, und zwar, dass viele Gesetze, die in der Corona-Zeit geschaffen wurden, immer noch gelten. Mhm. Sie sind ja nicht wieder abgeschafft worden oder sind außer Kraft gesetzt worden, obwohl es ja immer hieß, für diese besondere Situation, sondern sie gelten weiter. Mhm. Und das sind alles einschränkende Gesetze, auch grundgesetzliche einschränkende Gesetze. Und wenn ich mir das Thema Energiewende angucke, ja, die Diskussion zum Klimawandel oder auch andere Sachen, dann sind das natürlich Mechanismen, die dort auch benutzt werden. Und deswegen ist diese Corona-Aufarbeitung so enorm wichtig, um zu verstehen, wie Mechanismen benutzt werden, wie Sachen ausgehebelt werden können, mit welcher Argumentation sie ausgehebelt werden können und auch zu verstehen, gibt es denn irgendwo Haltelinien? Mhm. Also für uns als Bürger Haltelinien, auf die man sich tatsächlich verlassen kann. Und deswegen finde ich, dass diese Corona-Aufarbeitung so enorm wichtig ist. Mhm. Und dann kommt natürlich der Punkt dazu, dass tatsächlich diese Zeit, Corona selber und die Maßnahmen von Menschen unterschiedlich gesehen werden. Und sie können ja eigentlich nicht mehr Angst machen als mit dem eigenen Leben oder sie sind schuld daran, wenn andere sterben. Und mehr geht eigentlich nicht. Und was da teilweise in Familien passiert ist, aber eben auch in Vereinen und auf in Unternehmen, egal wo. Das ist eine Spaltung, die dazu führt, dass man auch nicht mehr miteinander spricht, weil keine Entspannung kommt in irgendeiner Art und Weise. Und diese Entspannung muss aus meiner Sicht von der Politik signalisiert werden. Und deswegen finde ich, ist diese Corona-Aufarbeitung enorm wichtig. Ja, und Sie haben jetzt auch schon Klima erwähnt oder Energie. Was mir immer wieder kommt, ist einfach der Umgang mit Notlagen. Mhm. Also entweder faktischen Notlagen oder nur konstruierten Notlagen. Aber es dreht sich irgendwie immer darum, dass wir in Not sind und schnell handeln müssen. Ist das nicht wie so eine rote Linie oder so ein Faden, der sich da durchzieht? Ja, natürlich. Aber das ist ein normaler Mechanismus. Sie haben nicht viel Zeit. Ja, es steht jemand vorne, der sagt, ich weiß, wo es lang geht und ihr müsst mir jetzt folgen, sonst seid ihr schuld, dass die Katastrophe kommt. Einfache Erklärung. Und das ist ja das Gefährliche dabei. Und dass jeder, der sich dagegen stellt, eigentlich dann als Schuldiger hingestellt wird für diese katastrophale Lage. Weil es ist so dringend, dass wir jetzt keine Kritik, wir können jetzt keine Debatte gebrauchen, wir müssen jetzt diese Maßnahmen ansetzen. Richtig. Ja. Also das ist, was mir auch Sorge bereitet, weil das sich themenunabhängig als wie als Regierungshandeln betrachte. Jetzt kommen wir mal zum Corona-Untersuchungsausschuss, wo Sie auch ein Mitglied sind, der in Brandenburg stattfindet. Der hat im Dezember 2022, begann dort der zweite Corona-Untersuchungsausschuss. Es gab schon einen ersten. Sie sind darin ein ordentliches Mitglied. Wie kam es dazu, dass der sich gegründet hat? Weil zum Beispiel ich in Mecklenburg-Vorpommern, habe es gerade verfolgt, da ist das krachend gescheitert, weil sich die Fraktionen alle nicht grün waren und schlussendlich war das irgendwie Parteipolitik, aber hatte nichts mit der Aufarbeitung zu tun. Wie kam es überhaupt zu dem Untersuchungsausschuss? Also die Opposition hat die Möglichkeit, wenn sie eine entsprechende Mehrheit abbilden kann als Opposition, so einen Untersuchungsausschuss zu verlangen. Und das hat die Opposition getan und dann ist er eingerichtet worden. Die Opposition war bei uns zum Beispiel jetzt für die AfD. Und dann gab es aber bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, ich meine, es ist bundesweit ja nicht anders, so nach dem Motto, mit der AfD kann man eh nicht zusammenarbeiten, das geht gar nicht.
Und in Brandenburg war das aber anders? Nein. 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 Die AfD hat ausgereicht, ja, um den Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen. Mhm. Okay. Jetzt frage ich Sie gleich was zum zweiten, aber was ist eigentlich beim ersten Untersuchungsausschuss rausgekommen? Wissen Sie es, der begann im November 2020, gab es bereits einen? Gab es dazu bahnbrechende Erkenntnisse? Wie waren die Resultate dieser Untersuchung? Also das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich selber nicht Mitglied des Ausschusses war. Mhm. Es gibt einen Abschlussbericht, mhm, und dieser Abschlussbericht bescheinigt der Landesregierung ein richtiges Handeln. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass einfach dieser Untersuchungsausschuss zu früh war. Mhm. Ja, für ein Zeitfenster. Sie dürfen beim Untersuchungsausschuss in dem Moment, wo er eingesetzt wird, nur bis zu diesem Zeitpunkt sich das Geschehen angucken. Mhm. Ja, und es gibt einen definierten Zeitraum. Und da war es für meine Begriffe einfach zu früh, den zu diesem Zeitpunkt einzusetzen. Mhm. Dann kommen wir zum zweiten Corona-Untersuchungsausschuss, wo Sie ordentliches Mitglied sind. Das ist auch teilweise durch die Presse gegangen. Man konnte das verfolgen, wenn man wollte. Was sind jetzt so die bisherigen Erkenntnisse aus den Sitzungen, die Sie gemacht haben, von dem, was Sie sagen dürfen und was nicht? Der läuft ja noch sozusagen. Was sind wichtige Punkte, die da aufgekommen sind? Also der Corona-Ausschuss ist wirklich wichtig. Mhm. Und es ist so, dass wir auch viele Akten bekommen, diese Akten auch sichten, und das ist auch gut so. Man hat ja nun auch einiges schon in der Zeitung lesen können, aus dem öffentlichen Teil. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass wir dort Punkte gefunden haben, die einfach im Handeln zu hinterfragen sind, einfach vom Abarbeiten her, vom Übertragen der Daten. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, was die Datenlage betrifft. Da kann man in dem Falle nicht mal wirklich jemanden einen Vorwurf machen, weil einfach das Aufarbeiten der Daten und das Übertragen der Daten einfach so nicht funktioniert hat. Man muss denjenigen Vorwurf machen, nämlich das RKI, die dann behauptet haben, sie haben eine solide Datenlage, obwohl wir gesagt bekommen haben, sie haben sich nur auf diese Daten gestützt, die sie bekommen haben, und sie mussten gewusst haben, dass diese nicht korrekt sind. Mhm. Des Weiteren ist es schon hochspannend und interessant, wie die Beharrungskräfte nach wie vor sind. Also man hat nicht wirklich den Eindruck, dass diejenigen, die dort anzuhören sind, in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auch eine Art Aufarbeitung unterstützen würden. Mhm. Ja, man beharrt auf seine Sicht, man hat alles richtig gemacht, und das war so, und nur so haben wir die Zeit sozusagen gut überstehen können und nicht anders. Und das finde ich schon spannend. Mhm. Ich würde ja sofort denken, wenn ich in hoher Verantwortung war, würde ich das auch sagen. Weil wenn ich jetzt Fehler eingestehe, vielleicht ja auch sagen unverantwortliches Handeln, das hätte ja schon enorme Konsequenzen, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das enorme Konsequenzen hätte. Ich glaube, umso länger das dauert, sowas einzugestehen, umso problematischer wird es, weil viele wären sehr langmütig gewesen zu sagen, also wir hatten so eine Situation, klar, und ich verstehe auch, dass ihr da noch eine Weile länger dran festgehalten habt, weil guckt ihr die mediale Lage an, da müssen wir wirklich über Medien reden, das ist so, auch heute noch zu dem Thema. Aber keiner macht alles zu 100% richtig. Mhm. Ja, nur wer nichts macht, macht keine Fehler. Mhm. Ich glaube eher, dass deutlich werden würde, dass viele von denen, die Sie gerade angesprochen haben, auch ministerielle Minister, dass die gar nicht selber Ausgangspunkt von Handeln waren. Mhm. Ja, sondern man bezieht sich ja immer wieder auf den Punkt, man hat es in Deutschland so gemacht, man hat die Ministerpräsidentenkonferenz gehabt, da ist das verabredet worden, und dann haben wir es eben umgesetzt. Mhm. Ja, man hat vieles umgesetzt. Mhm. Ja, dazu habe ich mal das Wort Verantwortungsdiffusion kennengelernt, dass sozusagen das unklar ist, wohin die Verantwortung eigentlich diffundiert. Mhm. Irgendwo ist sie dann. Mhm. Jetzt würde mich auch interessieren, sind denn alle Fraktionen, die im Corona-Untersuchungsausschuss in Brandenburg sind, sind die alle aktiv beteiligt? Sind alle mit Fragen dabei? Oder gibt es da irgendwie Tendenzen, wer engagiert sich mehr oder weniger? Also die Sitzungen sind ja öffentlich. Mhm. Die kann man da auch nachvollziehen.
Und es gibt einige Abgeordnete, die sind intensiver dabei und einige Abgeordnete, die sind halt nicht so intensiv dabei. Aber das spiegelt auch so ein bisschen das Bild wider, mit welcher Perspektive man sozusagen auf die Corona-Jahre schaut. Mhm. Und das muss man den Abgeordneten dann auch zugestehen, dass sie der Meinung sind, es war halt alles richtig. Mhm. Ja. Klar. Es gab ein paar Gäste, die, wo ich Sie nochmal explizit zu fragen wollte. Also wir hatten, Herr Wieler war bei Ihnen zu Besuch im Ausschuss und der sagte dort aus, ich weiß jetzt nicht, ob ein oder zweimal, gab es dort irgendwelche neuen Erkenntnisse, die vorher unklar waren oder wie sozusagen wie inhaltsreich waren die Aussagen? Also ich kann nur das wiedergeben, was in der Presse auch zu lesen war. Mhm. Und letztendlich war nichts wirklich überraschend. Da waren viele Dinge dabei, die wir von Herrn Wieler so kannten. Interessant war tatsächlich die Aussage zur Datenlage. Dann ist es wohl ein Problem von Brandenburg, wenn die nicht richtig wäre. Mhm. Ansonsten, also es war nicht wirklich was Überraschendes bei den Aussagen von Herrn Wieler dabei. Mhm. Überrascht kann man sein, dass es nach wie vor kein Hinterfragen gibt. Mhm. Und dann war auch die Gattin von Herrn Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, war auch da. Die hatte nämlich eine Funktion, die war, glaube ich, Bildungsministerin in Brandenburg. Mhm. Und da ging es auch um die, glaube ich, um eine Impfkampagne oder Impfempfehlungen für Kinder. Können Sie dazu was sagen, worum es da ging bei Ihrer Aussage? Also das, was in der Presse im Nachgang zum Ausschuss zu lesen war, mhm, war ja, dass die damalige Bildungsministerin Ernst sich ja vor der Impfempfehlung der STIKO klar geäußert hat, dass sie jetzt diese Impfung haben möchte für die Kinder unter 18 Jahren. Mhm. Und darüber wurde intensiv debattiert, auch wo kam denn jetzt diese Impfkampagne her und auch der Impfflyer. Mhm. Und das war dann schon auch spannend zu sehen, dass eigentlich das Bildungsministerium inhaltlich wohl nichts damit zu tun hatte. Ah ja, okay. Und ich hatte dazu gelesen, der kam nämlich aus einem anderen Bundesland, ich glaube aus Thüringen. Also jedenfalls gab es da eine Kooperation, da waren auch eine Frau Beetsch beteiligt, jedenfalls mit einer Organisation dazu. Und ist es denn im Brandenburger Untersuchungsausschuss auch so, dass Leute eingeladen werden oder angefragt werden, die sozusagen auf Bundesebene gewirkt haben, weil ja deren Handeln sich auch ins Bundesland hineinträgt? Also fragt man da auch nach? Also das denkt man, dass es so ist. Ja, das wäre auch schön, aber diese Kompetenz hat dieser Untersuchungsausschuss eben leider nicht. Mhm. Ja, er ist beschränkt auf Brandenburg und auch auf die Handelnden in Brandenburg. Es gibt ein paar Ausnahmen, Sie hatten es gerade angesprochen, wie Wieler zum Beispiel, mhm, was das RKI betrifft. Aber andere Personen eben nicht. Also wir sind nicht in der Lage, Abteilungsleiter, Minister von der Bundesebene entsprechend vorzuladen, mhm, weil da der klare Brandenburg-Bezug fehlt und nicht definiert ist. Also es müsste auf Bundesebene tatsächlich einen Untersuchungsausschuss geben, der könnte übergreifend dann auch einladen. Und dafür bräuchte man eine genügend große Anzahl von Abgeordneten im Bundestag, die das wollen. Genau. Da sind wir aber noch nicht an dem Punkt, oder? Ich glaube nicht, nein. Jetzt war vor ein paar Tagen wieder eine Sitzung des Untersuchungsausschusses, hatte ich Sie auch im Vorgespräch schon gefragt, welche jetzt mit Ihren Erfahrungen, welche Hoffnungen, welche Erwartungen setzen Sie in die Arbeit dieses zweiten Ausschusses? Also ich, was heißt Hoffnung und Erwartung? Ich weiß, dass mit diesem Ausschuss eine Aktensicherung stattfindet, mhm, was ich für wahnsinnig wichtig halte. Und es gibt auch Impulse dahin, dass wir eine Aufarbeitung auch brauchen. Und wie Historiker einem ja deutlich machen, ist nach so einer doch extremen Situation wie Corona, braucht man immer etwas mehr Zeit und Abstand, tatsächlich dann eine sachliche Aufarbeitung stattfinden lassen zu können. Mhm. Das ist momentan nicht meine Erwartung an diesen Ausschuss, weil es einfach zu frisch ist und weil zu viele Protagonisten tatsächlich selbst daran beteiligt waren. Mhm. Aber es gibt doch auch eine Menge Aussagen und viele Dinge sind klarer geworden, wie die Entscheidungen gefallen sind. Wo gab es die Informationen her? Welche Gremien haben denn getagt? Ja, welche haben sich da zusammengefunden, was vorher nicht klar war? Und das kann der Ausschuss gerade leisten. Mhm. Ja.
Corona, das haben Sie jetzt auch schon gesagt, ist aktuell nicht mehr das Hauptthema unserer, wahrscheinlich unserer Politiklandschaft. Trotzdem laufen Vorbereitungen für weitere Virusgeschehen, ja, oder sozusagen Pandemien. Die CDU-CSU hat am jetzt Dezember 2023 einen Antrag gestellt. Da geht es um die Verhandlungen über das WHO-Pandemieabkommen. Und darin ist gut, also klar zu lesen, dass sie sich für sozusagen Pandemic Preparedness, wir müssen also weiter monitoren, wir müssen nach Erregern suchen, die Weltgesundheitsorganisation soll weiter gestärkt und finanziert werden und es ist ja gerade ganz, ganz aktuell aktiv gegen Fehlinformationen in sozialen Netzwerken vorzugehen, was immer Fehlinformationen bedeutet. Wie stehen Sie zu diesem Antrag? Ich kann es nicht verstehen. Also ich kann es wirklich nicht verstehen, weil alles, was zentralisiert wird und immer weiter zentralisiert nach oben, schränkt immer mehr Freiheiten ein. Das kennen wir aus der Geschichte. Mhm. Ja, es gibt ja dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip, dass das, was auf der untersten Ebene gemacht werden kann, auch gemacht werden sollte. Und Corona hat es uns doch gezeigt, also gerade im Verhältnis zu Schweden und Deutschland, wenn man sich das im Nachgang anguckt, wer besser, wie es so schön heißt, durch diese Situation gekommen ist, dann war es eben nicht Deutschland. Und die Möglichkeit soll man dann nicht mehr haben. Und genau das Gleiche haben wir in Deutschland gesehen. Als Maßnahmen, Lockerungen eingetreten sind, gab es Bundesländer, die haben es gemacht, wie zum Beispiel Brandenburg und Hamburg eben nicht. Und Hamburg stand nicht besser da als andere Bundesländer. Und ich kann das nicht nachvollziehen, warum dieses einnivelliert werden soll mit einer Antwort für so unterschiedliche Situationen. Mhm. Und ich kann Ihnen nicht sagen, warum das so ist. Also ich verstehe es nicht. Ich würde Sie zum Schluss gerne noch was Generelleres fragen. Wir hatten auch im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Wir leben gerade, ich kann nur meinen Eindruck sagen, in Zeiten, wo wahnsinnig viel passiert. Auch politisch ist es irgendwie brisant oder es wirkt immer so existenziell. Wir müssen unsere Demokratie schützen und wir sind in Gefahr, Kriege von rechts. Wie fühlt sich für Sie dieser Zustand unserer Demokratie oder des Zusammenlebens in Deutschland gerade an? Was finden Sie da gerade bedeutsam oder wichtig? Ich finde, dass diese Tendenzen, diese antidemokratischen Tendenzen deutlich sichtbar werden. Mhm. Und dass mit diesem Argument, und da sind wir wieder bei Corona, ja, dass man Argumente findet, die ganz her sind und ganz wichtig sind, warum man Rechte einschränken kann und einschränken sollte. Und es gibt genug Sprichwörter, die ganz klar sagen, ja, wer mit der Notlage spielt, ja, der kriegt die Zustimmung da nicht mehr und versündigt sich. Aber auch, sie brauchen das Problem nur groß genug machen und dann können sie alles damit rechtfertigen. Und das hat dann auch nichts mehr mit Demokratie zu tun. Wir brauchen diesen Aushandlungsprozess. Und das hat die Geschichte in der Vergangenheit gezeigt. Auch wenn jemand persönlich der Meinung ist, ich habe Recht, das funktioniert so, heißt das nicht, dass das die Wahrheit ist. Und diesen Angriff auf die Demokratie sehen wir schon lange, dass Menschen aus dem öffentlichen Diskursprozess ausgestoßen werden. Die will man nicht mehr dabei haben. Wir unterscheiden zwischen guten und bösen Demonstrationen. Gute sind die, die staatliche Vorgaben unterstützen, ja, und böse sind die, die es hinterfragen. Und das schadet einer demokratischen Gesellschaft. Das merkt man in vielen Bereichen. Es gibt Gott sei Dank aktive Menschen, die ganz klar das aufzeigen. Aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, die ziehen sich zurück. Die ziehen sich ins Private zurück. Die sagen, lasst mich in Ruhe damit. Die wollen auch darüber nicht mehr diskutieren. Sind damit beschäftigt, ihre Familie irgendwie beisammen zu halten. Und das ist immer so ein schwieriger Moment in der Geschichte. Da müssen wir sehr aufpassen. Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass es immer schwieriger wird, offen miteinander zu sprechen über das, was ich denke, weil gewisse Ansichten sind so belegt oder besetzt, dass wie so eine innerliche Zensur stattfindet. Ich dürfte jetzt, nehmen wir mal an, vor 3 Jahren, ich dürfte gar nicht sagen, dass ich unsicher bin, ob die Maske wirkt jetzt oder so. Ich habe immer den Eindruck, es gibt so Themenfelder, da ist dann klar, nicht ansprechen. Und da sehe ich auch eine Gefahr sozusagen im Zusammensein, jetzt unabhängig von Politik, sondern einfach in der Nachbarschaft, in der Region, im Dorf, dass die Leute gar nicht mehr offen sagen, du, ich sehe es so und trotzdem dabei zusammenbleiben und sagen, ja, und wir leben ja trotzdem jetzt hier in der gleichen Stadt und müssen miteinander klarkommen. Wie sehen Sie das? Es wird auf Dauer so nicht funktionieren. Das ist das eigentliche Problem. Also eine Gemeinschaft braucht auch einen gemeinsamen Nenner. Und der wird immer kleiner an dem Punkt.
Und das, was wir an gesetzlichen Einschränkungen sehen oder die Ankündigung jetzt von Frau Paus, dass Meinungsfreiheit auch unterhalb der strafrechtlichen Grenze problematisch ist, da müssen wir jetzt ran. Na, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, so. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass man auch irren kann. Irren ist menschlich. Wenn wir beide uns miteinander unterhalten, dann kann ich was Falsches sagen oder sie was Falsches. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt den Untergang des Abendlandes forcieren. Das ist bei der Regierung aber nicht anders. Also wir haben so viele Belege dafür, dass was gesagt wurde, was gemacht wurde, angeteasert wurde, was morgen dann ganz anders umgesetzt wurde. Ja, was ist das jetzt? Also man erlaubt sich da vieles Denken nicht mehr. Und das führt natürlich zu Rückschritten, wo wir eigentlich immer stolz darauf waren, dass wir eine fortschrittliche Gesellschaft sind, wissenshungrig. Was heißt, dass wir immer um neues Wissen ringen, in irgendeiner Art und Weise machen wir uns damit zunichte. Und wie sieht ein Weg aus in eine Gesellschaft? Was müsste passieren? Was könnte wer tun, damit wir offener miteinander, was weiß ich, ehrlicher miteinander, demokratischer miteinander aushandeln, was uns gut tut? Also die Leute ermutigen, auch zu ihrer Meinung zu stehen und sie auch zu äußern. Ja, auf eine vernünftige Art und Weise, auf eine friedliche Art und Weise, aber eben dann auch mal Nein sagen, wenn von ihnen was verlangt wird, wo sie wissen, das ist falsch. Sie müssen das nicht tun. Ja? Und ihnen einfach auch Mut machen. Mut machen, dass es gut ist, zu den richtigen Dingen auch zu stehen. Das klingt nach einem schönen Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sprechen mit mir. Danke.